Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wolfenstein The New Colossus. So, wir sind hier und ja, wir sollen nach da, wir machen das mal. Wir haben hier unsere Laserstation, Laserdingens und sind eigentlich gut gewappnet. Da sind wieder die Jagdflieger, ja, immer diese Propaganda. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Ja, ist eine neue Aufnahmesession. Ich musste leider nach der zweiten aufhören, nach der zweiten Aufnahme. Das ist ein Kreuz. Das ist ein Spiel, da möchte man nicht aufhören. Das kenne ich auch von den alten Teilen noch. Ausmerzer-Mechaniker. Ja, Ausmerzer. Das ist auch ein Wort. Das, oh, Rüstung. Das M ist was. Auf sowas kommt, glaube ich, nur Wolfenstein. So, was haben wir hier Schönes? Die Ausmerzer-Tür öffnen. Hier, öffnen sie mal. Und ich denke, dahinter, welches ist die Tür? Ah, die hier. Ich wollte gerade sagen, dahinter sind dann wahrscheinlich ein paar Ausmerzer. 56 und 26. Okay, wir sind jetzt eigentlich gerüstet gegen große Roboter. Hier muss ich eigentlich nicht schleichen. Wenn wir jetzt erstmal die Kommandanten ausschalten sollen. Nee, das ist, glaube ich, keiner. Da steht aber so ein Robby. Wir können hier aber auch runter. Was bringt uns das? Machen wir es einfach mal. Dann sind wir auf dem Unterdeck. Das ist dann soweit klar. Okay. Wir gucken uns das mal alles in Ruhe an. Ist ja ein staatliches, ja, Schiff, ein Luftschiff. Und wir möchten hier ja nichts verpassen. Da haben wir nämlich Rüstung. Hier geht es nicht rein. Und hier geht es nicht weiter, würde ich sagen. Oder wir können ja mal gucken. Kann ich hier hoch? Jawohl. Aber... ja, weiter geht nicht mehr. Also Selbstmord in dem Sinn können wir nicht machen. Das ist natürlich auch nicht die Idee. Und das wollen wir ja natürlich auch nicht. Ich höre jemanden. Oh. So, war wahrscheinlich... nee, doch nicht. Moment. Wenn ich ihn dann erwische, wollte ich gerade sagen, dann... oh, da kommt der Dicke. Ja, das ist halt mit diesem Laserding ist das natürlich absolut kein Ding. Man müsste nur noch treffen. Dann zerfallen sie nämlich auch. Da war doch noch einer. Irgendwo war noch einer. Und ich höre es auch tapsen. Limit erreicht. Schade eigentlich. Oh, ein Beil. Ja, keine Chance. Gegen dieses Gerät keine Chance. Nicht mal so ein Riesenroboter. Zum Lesen halten. Moment, ich kann im Moment nicht lesen, weil hier kommen noch irgendwelche Leute, die noch Fragen haben. Und wir sind nett erzogen. Und nett erzogene Menschen. Ja, die antworten. Wenn irgendwo jemand kommt und eine Frage hat. Hier hinten haben wir noch Zeugs. Da haben wir da überall Limit erreicht. Schade. Wo war jetzt das mit Lesen? Irgendwo konnten wir lesen. Hier oben eine Zeitung. Die neue Wahrheit. Irene Engel von geliebtem Kanzler zum General ernannt. Berlin, 20. Juni 1961, die Sonne schien und die Vögel sangen während der Zeremonie am gestrigen Morgen. Als Frau Irene Engel vor dem Volkssaal in der Hauptstadt vom Kanzler persönlich zum General ernannt wurde. General Engel, die ihr Leben voll und ganz dem glorreichen Germanien und unserem geliebten Kanzler gewidmet hat, hielt eine bewegende Rede, die weltweit im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Wir wurden angegriffen, nicht von einer fremden Armee oder einem Feind, der unseren Respekt wert ist, sondern von Kriminellen, Mördern und Terroristen. Ich nehme die mir vom Kanzler übertragene Aufgabe an und werde diese Person zur Rechenschaft ziehen. Eine Welt, eine Zukunft, ein Kanzler. Ihre Rede bekam eine ganze Minute lang Beifall. Unser geliebter Kanzler übergab General Engel zudem den Ausmerzer, die gewaltige Himmelsfestung, die speziell für den Kampf gegen die Terroristen im Befreiungskrieg in den amerikanischen Gebieten gebaut wurde. Okay, die Irene, ja, ja. Die Frau Engel. So, können wir hier nochmal ein bisschen was mitnehmen? Nein, können wir nicht. Ging es hier lang? Ich weiß nicht mehr, aus welcher Richtung wir kamen. Wir schauen mal. Ja, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Cool. Oh. Bratz und weg. Im Prinzip ist halt blöd. Ich kann jetzt nicht eine andere Waffe nehmen. Wenn ich das Teil jetzt hier ablege, ist es natürlich weg. Weil das ist völlig überproportioniert im Prinzip für das, was wir hier gerade machen. Die sind wirklich für die großen Roboter sehr gut. Aber ansonsten könnte man das hier definitiv auch lösen. Behaupte ich mal. Indem man ein normales Gewehr nimmt. Aha, wir sind eigentlich so gut wie voll. Hätte ich aber fast noch übersehen. Das war hier hinten. Wir sind hier lang gegangen. Okay.
Wow. Heiliges bisschen. Das sieht ja schon, es sieht schon sehr cool aus. Das muss man zugeben. Auch wenn es sehr böse Ziele verfolgt. Na, hier war doch gar noch was. Ja, ich weiß, die Kisten könnte man demolieren, aber zum Thema Looten hatten wir es ja schon. Dass hier im Prinzip fast ein bisschen zu viel Loot rumliegt. Limit erreicht. Enigma-Code, 4 von 10. Aha, sehr gut. Und eine ordentliche Wumme. Und wieder Limit erreicht. Und hier müssen wir aufpassen, da kann man dann doch runterfallen. Der liegt auch eher nicht wirklich vorteilhaft in der Gegend rum. Ja, eine ordentliche Knarre. Das ist schlecht, wenn man da mit dem Flugzeug oder irgendwas daherkommt. Natürlich nicht so cool. Hier könnten wir eigentlich diesen hier mal machen. So, überall Limit erreicht. Noch ein Enigma-Code. Entschlüssel Codes mit der Enigma-Maschine. Wo kriegen wir die her? Die Enigma-Maschine. Da haben wir noch ein bisschen so ein Zeugs. Also Ladung hier für den Kollegen. Und hier waren wir doch schon. Lauf jetzt schon im Kreis. Ich bin fasziniert von der Optik. Deswegen. So, von hier kamen wir. Wir haben ja eine Karte. Wo müssen wir denn genau hin? Wenn man hier mal guckt. Hier haben wir eine Treppe, da haben wir eine Treppe. Und hier haben wir eine Treppe. Die runter geht. Interessant. Wo soll die sein? War doch irgendwie eingezeichnet. Nochmal schnell gucken. Bevor wir falsch gehen. Ich mich jetzt drehe. Da müsste doch hier... Ach ja, die Treppe, die geht drauf. Ich dachte, die geht runter. Ja, das wissen wir. Dann sind wir da hier oben. Dafür haben wir das Ding da nicht kaputt gemacht. Dass wir durchgetreten haben. Dass wir nachher wieder hier oben sind. Da ist noch eine Treppe. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Kann das sein? Jagdfliegen. Okay. Oder den Jagdfliegern. Aha. Ausmerzertür öffnen. Wir öffnen. Und da hinten werden wieder Ausmerzer sein. So, aber nicht allzu lang. Oh, aber da ist noch ein großer. Aber auch der dürfte kein großes Problem sein. Wenn man da einfach mal raufholzt, dann ist relativ schnell Ruhe im Karton. Okay, ja, wir können halt wahrscheinlich wieder nichts mitnehmen. Es ist ein Kreuz. Leer. Limit erreicht. Arg. So, cool. Komm zu den Mod-Schützen. Wir werden deine neue Familie sein. Ja, soweit kommt's noch. Das möchte man ja gar nicht. Zum Lesen halten. Haben wir nochmal was gefunden. Kritzel, Kritzel. Notiz eines Wartungsarbeiters. Statusbericht. Traktorarm erledigt. Entstörungsmechanismus integriert. Traktorklemmen können nur vom Hauptkontroll aus deaktiviert werden. Bitte kein weiterer Zwischenfall wie in Chicago. Schutzabdeckungen mit Schrauben befestigt. Schweißnähte waren brüchig. Sollten jetzt sicher sein. Fehlende Feueraxt im Notfallkasten im Zugangskorridor hinzugefügt. Den sollten wir uns noch holen. Zu tun. Maschinenraum anweisen, den Energietransfer vom Antigravitationsantrieb nicht zu übertreiben. Ich will nicht bei einer Nuklearexplosion sterben. Daten über Antigravitationsantrieb an Roosevelt-Forschungsteam schicken. Okay, nicht sehr ergiebig. Wir wissen jetzt, dass hier irgendwo eine Axt ist. Wenn wir sie finden, nehmen wir sie mit. Wenn wir sie nicht finden, nehmen wir sie nicht mit. Weil ich möchte eigentlich eher den Hauptweg sozusagen jetzt hier weiter bestreiten. Aber umsehen tun wir uns natürlich doch. Und man ist irgendwie dermaßen schnell unterwegs. Nochmal was zum Lesen. Echt jetzt? Die neue Wahrheit. Spielzeughersteller eröffnet Filiale in Roosevelt. Ja, liebe Leute, bei Wolfenstein, das war schon immer so, da gab es immer viel, viel zu lesen. Ich würde vorschlagen, wenn ihr das lesen wollt, dann drückt bitte die Pause-Taste. Und ich scroll hier runter. Und wenn ihr wieder Pause-Taste drückt, könnt ihr das lesen, weil es wird sonst schlicht zu viel. Wir sind sonst nur noch am Lesen. Und ich schätze Wolfenstein dann doch eher fürs Gefecht und für die Story und für den Witz und Charme, den es hat. Da möchte ich jetzt nicht zu viel Zeit mit Lesen verbringen. Außer wir sehen mal, es ist wirklich was sehr Wichtiges. Dann gerne. Haben wir hier nochmal eine Ausmerzertür? Hangarbuchtür öffnen. Oh, Moment. Ich hätte fast geschossen. Das ist doch die Sigrun. Ich helfe euch noch ein bisschen. Wir haben hier ja noch ein Gerät.
So, und jetzt ist Ruhe. Sigurd, das Rettungsboot bereit machen. Presto, wir verschwinden jetzt von hier. Sie hat halt doch ein gutes Herz. Eben, für die Mutter kann sie nichts. Gut, dass sie eigenständig genug ist, dann jemand zu merken, dass das zu nichts führt, was ihre Mutter macht. Wir müssen weg! Ja, machen wir. Warte. Deaktiviert die Rettungsboote! Zu spät! Los geht's. Mutter, tut das weh! Zappeln Sie nicht so rum. Wollen Sie mehr Schmerzmittel? Nein, 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 nein. Machen Sie einfach, Mann. Ah! Hört her, Leute. Caroline hat einen Plan. Ja, die Befreiung der Vereinigten Staaten von Amerika. Caroline wollte die USA befreien und von dort aus den Rest der Welt. Und was auch immer passiert, genau das werden wir tun. Für Caroline. Um Himmels Willen, Max, hör auf zu helfen. Warum ist die da mit an Bord? Weil wir ohne sie alle längst tot wären. Wir schulden ihr was, darum könnte sie nicht töten. Es sei denn, sie verarscht uns. Verarschen Sie uns? Nein, Mister. Ich bin keine von denen. Nicht mehr. Na gut. Also, Caroline hat Funkkontakt zu einer amerikanischen Widerstandszelle in New York. Wenn wir Carolines Plan umsetzen wollen, müssen wir uns mit amerikanischen Widerstandsgruppen zusammentun, um die Menschen für einen Aufstand zu gewinnen. Wasserbomben! Was in Teufels Namen geht hier verdammt nochmal vor? Etwas durchbricht die Oberfläche. Mehrere Objekte. Das ist diese verdammte Frau Engel. Will mir jemand verraten, wie sie uns gefunden hat? Mund auf! Irgendjemand in ihrem U-Boot sendet ihre Position. Na toll, das ist fantastisch. Der Ausmerzer hat die Nachrichten von jemandem aus ihrem Boot empfangen. So haben wir sie gefunden. Und von wem? Sektion F? Wie bitte? Okay. Da ist sie, Sektion F. Aber es gibt keine Sektion F. Die Karten sind ungenau. Wir haben geschaut, da ist keine Tür. Was wenn doch? Was wenn sich jemand dort versteckt und dieses Signal sendet? Untersucht ihr das? Ich muss mich erstmal hinlegen. Los, Kinder, los! Hier, verschieben Sie den Schrank! Faszinierend. Was siehst du? Die Tür ist von der anderen Seite verschweißt. Hier, Junge! Hierher! Nehmen Sie das. Fergus hatte einige Ideen für Verbesserungen. Ein paar habe ich umgesetzt. Danke, hat mir schon gefehlt. Ich mach's wieder auf, wenn du fertig bist, Großer. Okay, er macht wieder auf 10 ungelesene Tutorials. Ja, Tutorials, okay. Laserkraftwerk, ja, hatten wir auch schon. War da nicht beim ersten Teil irgendwie, dass man... William, finde den Sender und schalte ihn aus, sonst reißen die Unterwasserbomben den Rumpf auf. Okay, dass man schneiden konnte mit der rechten Maustaste. Geht ja nicht, okay. Aha. Es schneidet dann an einem Stück. Ist ja auch okay. Gut, Hammerfaust-Sektion. Wir haben einen Fehler gemacht. Auf dem Plan sieht Sektion F aus wie eine kleine Wäschekammer. Wir haben danach bei der ersten Inspektion des U-Boots gesucht, aber den Eingang nicht bemerkt. Und bei all den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen mussten, haben wir wohl auch nicht so genau hingesehen.
Jetzt habe ich aber auf der Übersicht einen Verweis auf ein vollkommen anderes Dokument gefunden. Die Maschinenraumkarte von Sektion F. Ich melde mich, wenn ich sie habe. Okay, wir machen uns da mal auf den Weg in Richtung Sektion F. Mal gucken, was uns da alles erwartet. Mal eine Karte, so wie das da aussieht. Oder irgendwie eine Zeitung wieder. Hola. Erstmal Muni. War hier nicht irgendwo was zu lesen? Nee, dann habe ich falsch geguckt. Doch nicht. Aber eine Leiter haben wir. Dann nutzen wir die doch. Und da haben wir keinen Kommandanten. Das könnten wir jetzt mit einer anderen Waffe machen. Aber dann müsste ich hier das Laserkraftwerk wegschmeißen. Dann haben wir das nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. Ich würde das lieber benutzen, solange wir es benutzen können. So, das reicht sogar, wenn man einmal abdrückt. Ist ja interessant. Dann gibt es hier so ein Feuerwerk. Da muss man nicht mal... tatsächlich nicht mal draufbleiben. So, noch einmal. Huch! Ja, sag mal, wer schmeißt hier mit Granaten? Der wahrscheinlich, so weit kommt's noch. Ist die gleich mal pulverisiert? Es ist einfach nur schön. So. Ich muss sagen, ich verstehe, ich habe jetzt ein paar Mal gehört, dass der zweite Teil hier, den wir gerade spielen, noch besser sein soll als Teil 1. Konnte ich mir fast nicht vorstellen, aber wenn ich das jetzt hier so spiele, ja, es nimmt einen einfach gleich mit. Also, weiß nicht, wie es zum Zusehen ist, wahrscheinlich schon auch relativ cool. Ich kenne auch Let's Plays zum ersten Teil, die ich noch geguckt habe, obwohl ich es auch gespielt habe. Das ist auch zum Zugucken halt irgendwie faszinierend. Auch weil die Story natürlich meistens sehr nett ist und weil einfach der Humor auch gut ist. Bratz. Nochmal ein Kollege. Noch einer, der gerne Bratz hätte. Ich muss ja ein bisschen gucken, nicht, dass wir was verpassen. Oh, wo ist mein Dingens? Habe ich es weggeschmissen? Warum habe ich es denn jetzt weggeschmissen? Das habe ich jetzt... Na, ist ja egal. Gut, dann machen wir halt mal ein bisschen Rabatt hier mit dem Maschinengewehr. Ist ja auch nicht verboten. Ja klar, jetzt wo wir das Teil nicht mehr haben, da hätten wir tatsächlich... So, jetzt geht's langsam. Moment. Jetzt. Ich treffe immer die Taste nicht. William, ich habe die Maschinenraumkarte gefunden. Ballasttank, Atomsprengköpfe. Oh Gott, Sektion F erstreckt sich über den gesamten Rumpf des U-Boots und wir sind auf dem größten U-Boot der Welt. Hm. Die Sektion muss gigantisch sein. Ein Teil davon dürfte aufgrund des riesigen Volumens als Hauptballasttank oder so dienen. Sei vorsichtig, William. Keine Ahnung, wie viele Soldaten sich da verstecken könnten. Okay, wir gehen mal wieder eher ein bisschen in die Hocke. Nochmal ein bisschen Schmerzmittel. Dann geht's da lang. Und hier runter. Moment, zum Lesen halten. Da haben wir es wieder. Tagebuch eines Soldaten. Das lese ich jetzt doch noch schnell. Ich fühle mich wie ein Feigling. Sie haben unser U-Boot gestohlen. Die Hammerfaust. Das Juwel unseres geliebten Kanzlers. Ich wünschte, jemand hätte den Mut, sie uns aus den Händen dieser abweichlerischen Wilden zurückzuholen. Ich habe keine Angst vor Blaskovic. Nun ja, ich habe bisher gegen niemanden wie ihn gekämpft. Genau genommen noch gegen niemanden, denn dies ist mein erster Einsatz. Jetzt habe ich's. Trotzdem verurteile ich, dass wir uns feige wie Ratten verstecken. Erbärmlich ist das. Ich sollte bald mit Kommandant Fischner sprechen, wenn er jemals aus dem verdammten Funkraum kommen würde. Okay. Ja. Semi-wichtig, würde ich mal sagen. Moment, hier war aber noch mal ein bisschen Heilung. Und jetzt, wo habe ich gesehen? Irgendwo war doch was, wo wir runter konnten. Jetzt finde ich es nicht mehr. Ne, hier können wir lang. Oh, oh. Bricht zusammen das Ganze. Auch nicht schlecht. Wassereintritt, das ist dann eher doof. Auf einem U-Boot. Nicht vor allem. Auch wenn es das Größte der Welt ist, auch das kann untergehen. Das ist ganz klar. Lalalala. Ja, zum Glück schützt uns unser Anzug wahrscheinlich auch ein bisschen gegen irgendwelche Schmerzen oder sonstige komische Sachen. So, jetzt fliege ich hier aber ordentlich in der Gegend rum. Wässerchen. Ja, kann man nichts machen. Wir gehen mal baden.
So, bitte wieder an die Oberfläche. Dann geht's da weiter. Hier geht's nicht weiter. Erstaunlich wenig Feind. Bis jetzt. Aha. William, die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor 5 Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig und verzweifelt. Pass auf dich auf, Liebling. Okay, hier könnten wir doch eigentlich auch noch hier runter. Was haben wir denn hier? Ja, hier sind auch welche. Okay, dann kommen wir gleich wieder in ein Schützenfest rein. Da ist der Oberst. Kann ich von hier hinten? Ich krieg da wahrscheinlich kein Beil durch. Apropos Beil, Moment. Limit erreicht. Wie kann man denn ein Limit erreichen bei Beilen? Das ist ja... Naja gut, liebe Freunde. Ich würde sagen, diese 2 Räume oder diesen 1 Raum, den nehmen wir morgen mit. Und dann machen wir das nicht mit Beil, sondern mit brachialer Gewalt. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.